Go. So, Leute, hier willkommen zu einer neuen Folge One Piece Talk. Heute wollen wir mal auf zwei Theorien eingehen, die uns in die Kommentare gepostet wurden und, glaube ich, auch ein bisschen auf die Folge eingehen, oder auf die heutige. Denke ich mal, ne? Ein paar Minütchen haben wir ja wohl dafür. Genau. Wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer Theorie an, mit dem Mond. Ich glaube, das war von Ice-T40 oder so, hat er, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Ist, glaube ich, schon eine Weile her. Vor 2 Wochen, glaube ich. Ah ne, da war es schon länger her. Da war es ja weg. Auf jeden Fall vor 2 Parts. Da ging es darum, dass diese ganze Konstellation mit dem Mond, dass auf dem Mond, dass es da Piraten gibt, die technologisch relativ weit entwickelt sind und sowas. Also ihr könnt die Theorie nochmal nachlesen. Und es geht halt hauptsächlich darum, dass von denen, die diese Ultra-Waffen Poseidon, ich weiß gar nicht, wie heißen die, einfach, Ja, die legendären Waffen da. genau, legendären Waffen Poseidon, Uranus und, was weiß ich, auf jeden Fall, ihr kennt ja, geschaffen wurden und die ein Schiff hatten, das ist, die Pluton, die ja diesen, wo, Franky diesen Bauplan zerstört hat. Das ist alleine schon, da ist schon der erste Gegen, also das erste Ding, was ich sehe. Also die Theorie besagt ja, dass sie mit dem Schiff dahin gekommen sind auf die Erde und ja, dann die Waffen abgefeuert haben und alles. Aber das Ding ist, dieser Bauplan wurde von Tom ja nur gezeichnet, also nur gezeichnet und dieses Schiff gab es bisher noch nicht. Und die haben ja auch wirklich gesagt, dass Tom dieses Schiff gezeichnet hat. Und nichts mit dem Mond, das heißt, die Pluton kann schon mal nicht das Schiff von den Piraten aus dem Weltall sein. Dann das nächste Ding, was ich sehe, war mit der Waffe Pluton war das. Nee, Pluton sei schon, Poseidon. Das besagt die Theorie, dass das eine Kraft ist, die irgendwie das Meer beeinflusst mit Ebbe und Flut und sowas. Aber wir wissen ja schon, dass Poseidon definitiv diese Kraft ist, die Fischmenschenprinzessin besitzt, dass die Seekönige kontrollieren kann. Oder beziehungsweise später, wenn sie die Fähigkeit verbessert, dass sie die wirklich kontrollieren kann. Auf jeden Fall mit ihnen reden kann. Also kann man da auch schon mal sagen, dass das definitiv nicht stimmig ist, miteinander übereinstimmt. Und dann war es eben noch mit den Tenryubito, dass die angeblich deswegen Anzüge, diese Raumanzüge tragen, weil sie aus dem All sind. Und ich glaube, die Tenryubito waren diese Nachkommen oder so, kann das sein? Ja, die Nachkommen von denen, die da von dem Mond kamen, und die tragen diese Anzüge, aber ja nur, wenn sie unten quasi außerhalb ihrer heiligen Stadt sind, weil sie dann die dreckige Luft quasi nicht atmen müssen von denen, weil sie Genau. ja was ganz Besonderes sind. Genau. Und ja, also wie gesagt, die Theorie ist halt so ein bisschen, also ich finde auch, das passt irgendwie nicht ganz so zu dem Stil von One Piece mit den Weltraumpiraten und so alles so ein bisschen löcherig auch. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen rausgefunden, die dann irgendwie nicht ganz übereinstimmen können. Und wie gesagt, das ist so, meiner Meinung nach, ist ein netter Versuch, aber wir sind, glaube ich, alles nur Gedankenspielereien von irgendwelchen Sachen, die man irgendwie annimmt, die man so zusammengepackt hat. Und irgendwie, dass alle Leute mit einem D sollen, glaube ich, irgendwie auch von diesen Tenryubito verfolgt werden, weil die irgendwas wissen oder so. Ja, das ist irgendwie sind das die davon wissen. Und das soll so eine Geheimorganisation sein, die zusammenarbeitet. Allerdings sind ja auch die Leute, die ein D tragen, verfeindet. Das heißt, sie wissen ja eigentlich nichts davon. Das heißt, das kann eigentlich auch nicht sein. Das ist so ein bisschen löchrig, wie gesagt, und aber wir wollten trotzdem auf die Theorie eingehen und wenn ihr die nochmal nachlesen wollt, ich glaube, die war im Part Nummer 11 drinne, steht da in den Kommentaren von Ice-T40, meine ich, ist das, glaube ich, gewesen. Ja, Genau. Part 11, genau, als die 40. Und dann gehen wir noch ganz kurz auf eine zweite, das ist so ein bisschen, das ist so Theorie, wie das jetzt in Zukunft verlaufen wird. Da geht es darum, dass Moria sich vielleicht mit Ruffy und Law verbündet.
in Zukunft, da er auch, also er hat ja früher, haben die erwähnt, als Ruffy gegen Moria gekämpft hat, dass Moria gegen Kaido damals verloren hat und in Grund und Boden gestampft wurde von ihm und er sich dann vielleicht irgendwie rächen will an Kaido und deswegen eine Allianz mit Ruffy und Law eingeht. Und ja, Martin, was denkst du dazu? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, dann bezweifle ich das Ganze. Also, Moria ist jetzt für mich nicht so der Typ, der irgendwelche hochgesteckten Ziele hatte. Der ist vielleicht ein bisschen sauer, dass die anderen ihm da seinen großen Kollegen kaputt gemacht haben. Also, der Don Flamingo, weiß ich gar nicht, ob er ihn nicht sogar töten sollte. Ja, er sollte ihn töten und man hat auch erst gedacht, dass er tot ist. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, wie war das, wie ist er überhaupt entkommen? Ich weiß gar nicht mehr, wie er entkommen ist. Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall weiß man ja, dass die Allianz zwischen Law und Ruffy eigentlich beendet ist, von Law jedenfalls. Als es da fehlschlägt auf Greenwood, diese Übergabe mit Cheezer. Allerdings kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass Ruffy auch nur ansatzweise mit Moria was zu tun haben will, Ja. weil er nämlich ihm da so was angetan hat und seine Nakama da ein bisschen. Er hat Brook ja Brook den Schatten weggenommen, so sagt, und sowas, ne? Ja, also solche Sachen. Das heißt, ich bezweifle echt, dass die da irgendwie zusammenarbeiten werden. Es kann sein, dass Moria irgendwann nochmal eine Rolle trägt, aber Das würde ich auch sagen. Also, das hat auch. sonst hätte Oda ihn nicht überleben lassen, sonst hätte er ihn einfach sterben lassen. Genau, das. Allerdings bezweifle ich, dass er in die Hauptgeschehnisse eingreift. Das wird wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Nebenaktion sein, wo, was weiß ich, er irgendwie noch so den letzten Todesstoß irgendjemandem gibt oder so und dann wieder verschwindet. Also für sowas hat er sich was wahrscheinlich offen gehalten, der Oda. Genau. Also das ist, ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass durch ihn irgendwie wichtige Informationen über irgendwelche Leute preisgegeben werden, weil hier mit Absalom, der Unsichtbarkeitsfrucht oder so, dass irgendwie da vielleicht was kommt, aber so ein Bündnis würde ich jetzt auch, würde ich aus meiner Sicht auch ausschließen, das passt irgendwie nicht ganz so zusammen. Dafür sind die auch einfach zu schwach. Genau. Ich bezweifle, dass die in den 2 Jahren wirklich trainiert haben werden. Genau. Also, nee, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich bin da Und natürlich offen für alles, aber. genau, und hier diese Geisterprinzessin da, die mit Zoro zusammen auf der Insel war, die gehört ja auch nicht mehr wirklich zur Crew dann. Und so, das ist so ein bisschen, ja, passt nicht mehr ganz so zusammen. Nee. Und so die aktuellen Geschehnisse in der heutigen Folge hat man ja gesehen, dass es jetzt um die Feuerfrucht von Ace im Kolosseum geht. Wer den Manga liest, der weiß natürlich schon Bescheid, um was es da geht. Und der hat auch schon die heftigen Fights da gesehen und Genau. weiß, dass Sabo jetzt anstelle von Ruffy kämpft. Genau. Und das war relativ witzig, als Don Flamingo das herausgefunden hat und er sich so dachte, welcher kleine Scheißer steht dann da als Luzi im Ring, als er herausgefunden hat, dass Ruffy halt ein bisschen Radau bei der Fabrik da macht und beim Palast. Ja. Also da bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich schon auf Mittwoch und vor allen Dingen wieder auf Sonntag. Genau. Mittwoch, neuer Manga, Sonntag, neue Folge. Genau. Dann wollte ich mal ganz kurz einmal mich bedanken. Ich weiß gar nicht, wer es in die Kommentare geschrieben hat. Das wurde aufgelöst mit dem Admiral. Das hat Doflamingo erwähnt, dass es einen dritten Admiral gibt. Das war, also Grüner Bulle heißt der auf Deutsch. Ich weiß nicht mehr, wie Ryoku, was weiß ich was. Ja. Also den japanischen Namen weiß ich jetzt so nicht. Da ist mal schon mal Dankeschön. Das hatte ich ganz, also ich lese halt den Manga nicht, deswegen konnte ich das jetzt sowieso noch nicht wissen. Und ich habe die Stelle, glaube ich, ein bisschen überflogen. Also die Stelle mit dem Feenreich und so, das habe ich so ein bisschen übersprungen, weil ich das irgendwie nicht so interessant fand. Also es sind natürlich viele geschichtliche Sachen da drin, aber da habe ich mir gedacht, komm, das ist nicht so wichtig. Eigentlich wollte ich nur wissen, wann die geilen Fights losgehen. Genau, weil diese ganzen Sachen, die sieht man auch mal im Anime und Ja. das ist so. Also ich werde jetzt wahrscheinlich definitiv auch beim Anfang mit dem Manga. Muss ja einfach mal sein, weil ich habe da schon Bock, da ein bisschen weiter zu kommen. Solltest du schon machen, Kollege. Solltest du schon machen. Dann wollte ich nochmal auf einen Kommentar eingehen, was, also ich hatte ja in der letzten Folge haben wir über Blackbeards Frucht geredet und diese Möglichkeit mit der Cerberus-Frucht und sowas, dass es ja ein Zoan-Typ ist. Und da wollte ich noch mal kurz was reinwerfen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Kannst du gleich mal vielleicht
sagen den Namen, der hatte gemeint, dass Logia-Früchte höhere Generationskräfte haben. Also, dass du, wenn du ein Logia-Nutzer bist, dann hast du, kannst du schneller dich regenerieren von Schäden oder sowas. Das wollte ich nochmal Nein, ganz kurz klarstellen. es ging um Sohan, dass die Sohan-Frucht ihn regeneriert. Sohan, sorry, genau, Sohan, nicht Logia, was glaube ich da. Ja. Sohan, also diese ganze Tierfrüchte natürlich. Da wollte ich mal ganz kurz das klarstellen. Soweit ich weiß, ist das nicht der Fall, sondern es ist nur bei Marco so, weil er ein Phönix ist und ein Phönix hat halt diese Fähigkeit, dass er ja mit dem ganzen Auferstehen und Ja, also sowas. ich meine, der Cerberus ist zwar ein mystisches Wesen, allerdings wird von dem jetzt nicht gesagt, dass er irgendwie ganz besondere Regenerationskräfte hat, sondern es gibt einfach nur die mystische Geschichte, dass der halt so viele Köpfe hat. Genau. Das ist eigentlich auch schon alles, was den Cerberus jetzt ausmacht. Das war übrigens Blue Fire. Ja, genau. Das wollte ich dann noch Und mal kurz dazu sagen. ja, und Paul Kemel hat gesagt, dass wir nochmal über Schuh mit der Rostfrucht was sagen sollen. Und ich finde, also ich habe da mal so drüber nachgedacht heute, als ich auf der Rückfahrt war, weil ich mich schon vorbereitet habe auf den One Piece Talk mental. Dann habe ich daran so gedacht, Er muss sich was allein ist. schon auf mich vorbereiten, ne? Ich meine, 20 Minuten mit mir aushalten, das ist schon. Das ist die Hölle, ihr könnt es euch einfach nicht vorstellen. Offscreen ist der Junge einfach nicht zu ertragen. Naja, auf jeden Fall, das habe ich so überlegt. Eigentlich ist er ja auch, das ist ja eigentlich die ultimative Frucht. Ich meine, wenn du richtig stark bist, Haki hast und so weiter, du fixst einfach jeden Schwertkämpfer. Ja, ohne Weil du Scheiß. ihn einfach, oder jeden, der irgendwie eine Metallwaffe hat, lässt einfach rosten und knack, Ende. Ja, und auch Das allein. heißt, du bist ja auch gefürchtet von jedem Schwertkämpfer. Das heißt, alle, die du sonst fightest, ne, so, das sind die einzigen, die dir irgendwie Probleme bereiten können. Das heißt, Genau, eigentlich ist es auch eine richtig starke Frucht. aber er hatte doch irgendwie auch sogar nicht, hat er nicht sogar angefangen, Zorro zu rosten oder so? War das nicht auch sogar der Fall, dass er seinen Arm damit irgendwie so ein bisschen lahmgelegt hat? Weiß ich gar nicht genau, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass er sein Schwert gerostet hat. Nee, sein Schwert war bis so ein Stück über dem Dingens war weggerostet. Also sein Arm war nicht betroffen. Nee, aber ich meine schon, ich guck mir die Folge mal an. Ich meine irgendwie, dass er so ein bisschen Rost hatte, so am Arm, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das an sich auch, wenn ich mir überlege, so Kugeln sind ja auch aus Metall, wenn die irgendwie angeflogen kommen oder so, kann er nicht auch irgendwie vielleicht was machen? Ich weiß es nicht. Also ich meine, er hat ja, Zorro hat doch zugeschlagen und er hat festgehalten. Ja. Und dann hat das rosten lassen. Das heißt, theoretisch kann er ja auch einfach die Hand hinhalten, die Kugel fliegt gegen, er lässt sie rosten und ja, weiß ich nicht. Naja, aber auf jeden Fall schon gegen Schwertkämpfer und das ist halt wirklich häufig der Fall oder allgemein, alle Metallwaffen sind ja häufig vertreten. Und das ist schon eine nette Frucht, die er da hat. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich hab's auch diese eine unnötige Frucht, kann sich dran ändern, da bei diesem Fighter, das war ja in Enies Lobby, da waren die ganzen Kapitäne. Und der eine hatte so eine komische Ballfrucht oder so, wo irgendwer ihn geschlagen und dann waren da ganz viele einzelne Teile. Ich fand die so scheiße schlecht, ne? Ja, waren schon ein paar Unnötige dabei, das stimmt. Ja, das war schon irgendwie. Ja, aber das weißt du jetzt nicht, aber aus dem Manga, der Typ, der von der Don Flamingo-Familie mitfightet in der Finalrunde, das ist ein Flaggenmensch, der kann alles in eine Flagge verwandeln und der verwandelt einfach ein Schwert in eine Flagge oder irgendwie eine dicke Keule in eine Flagge und dann weht die so ganz locker, aber hat halt die Wucht von der Keule. Der hat einen so einen Typen damit richtig platt gemacht, richtig krasser. Klingt erstmal ein bisschen freaky. Ja, also ich bin echt mal gespannt, wie die da fighten und vor allen Dingen, was Sabo so drauf hat. Oh ja, auf Sabo sind wir, glaube ich, alle gespannt. Oh ja. Da sind wir echt drauf gespannt. Also, ich meine, man kennt ihn nur aus der Kindheit und da war er schon auf dem Kräfteniveau mit Ace. Und, Ja, der wird auf jeden Fall so richtig reinhauen. Der wird ordentlich Haki haben und damit richtig abgehen. Also da bin ich echt gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie Ruffy dann gegen die oder wer alles in der Familie da rumfightet. Also in der Don Flamingo-Familie, wer da rumballert. ja. Also gegen wen Zorro da kämpft und so weiter. Ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Schwertkämpfer gibt. Fällt mir jetzt gerade so spontan nicht ein, aber es kann gut sein. Genau, jetzt habe ich gerade, fällt mir gerade ein, wo wir gerade so
darüber geredet hatten mit dem Admiral, das ist mir einfach mal gerade so eingefallen. Martin, was würdest du denken, was dieser Admiral drauf hat? Grüner Bulle, was würdest du denken? Also man hat gesagt, er ist ein richtiges Tier. Also er ist ein, also natürlich, man könnte jetzt sagen, er hat so an Frucht Bulle oder sowas gegessen. Also. Das wäre so das Dings. Aber gut, ich meine, weil, wie heißt der andere? Fujitora war irgendwie Lavendelfarbener Löwe oder sowas, habe ich gerade angeguckt. Also, Bulle ist auf jeden Fall stark. Und Don Flamingo sagt auch, dass das richtige, dass die beiden neuen Admiräle richtige Tiere sein sollen. So, das könnte gut sein, dass der eine Sohanfrucht hat, weil bis jetzt noch kein Admiral eine Sohanfrucht hatte. Und das könnte eine sein, die auf jeden Fall ordentlich Power hat. Also ich weiß nicht, einen Stier gab es, glaube ich, noch nicht, ne? Ich weiß, Wobei es gab. ich bezweifle, wenn ich ehrlich bin, dass der Name auch die Frucht. Ja, das habe ich auch schon. Ich habe halt nur gedacht, wegen bei Aokiji ist ja blauer Fasan. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine kleine Anspielung ist, so mit Eis Was oder auch sowas. sein könnte, ja, natürlich, also gelber Affe, ne? Ja. Der hat sie Licht Affen sind flink und. und wie heißt der Akainu nochmal, roter Hund? Hund, ja. Ja, aber auch Du rot halt, Hund! ne? Du Hund! So, Fujitora, Lavendelfarben, gut, kann man jetzt nicht unbedingt mit irgendwie Schwerkraft Ja, verbinden, weil die keine Farbe hat, aber aber Löwe sagt ja auch schon. grüner Bulle? Ich weiß nicht, das Also. ist schwierig zu sagen, was der wohl für eine Also Frucht haben könnte. ich fände es mal irgendwie interessant mit einem Zoan-Typen, weil. Es könnte natürlich auch sein, dass, das wollte ich übrigens gerade auch schon sagen, dass die einfach nach Tieren benennen, aber nie Sohanfrüchte haben. Ja, das kann auch sein. Das wäre natürlich ein bisschen geckig so, aber weiß man nicht so genau. Also. Aber auf jeden Fall, weil ich bin jetzt am Überlegen, weil die sind ja so vielleicht so ein bisschen auch angepasst mit Ruffys Crew. Und ich weiß nicht, wer wären da noch über so gegen den. Also, wir haben ja gesagt, Sanji und Kizaru sind ja klar. Also vom Intro her hat man ihn ja nicht gesehen. Es wird Genau. halt nichts über ihn verraten. Demnach könnte ich mir vorstellen, dass der auch eigentlich in dem großen Fight nicht dabei ist. Das kann auch sein. Sondern dass der einfach so nebenher existiert, aber nie wirklich eingreift. Das wäre jedenfalls eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt, was der Typ so drauf hat. Denn, wie gesagt, es wurde noch nichts darüber preisgegeben. Man weiß ja nur, dass er wirklich, wie Doflamingo gesagt hat, ein Tier im Kampf ist, also wirklich stark ist. Tja, Alter. Warte mal, fällt gerade ein, warte mal ganz kurz mit, wo du meintest, mit der Stierfrucht, was war das nochmal, was. Auf der Insel, wo Chopper herkommt, da war doch dieser Typ. Was war das für nochmal für eine Zoanfrucht? Das war. Das war aber kein Stier, das war Bull. Ne, war das Bull? Ne, was war das? Nee, ich weiß nicht mehr, was der war. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Auf jeden Fall war der auch ziemliches Biest. Schakal. Oder? Ne, Schakal Ach war. nee, das war der aus Das Alabasta. war der aus Alabasta. Hatte der nicht einen Bullen? Das kann sein, dass der Bulle war. Ist ja auch Ja, egal. ja. Ich bezweifle, dass der eine Sohanfrucht hat, nach dem, was ich so gerade überlegt habe. Also ich könnte mir echt gut vorstellen, dass die einfach immer nach Tieren benannt werden. Die Ja. Farbe hier entsprechend der Frucht. Ja. Und dann hat er, was weiß ich, die Unbesiegbarkeitsfrucht. Er ist Imba. Gut. Also ich würde sagen, schreibt in die Kommentare, was euch belastet, was ihr also auf dem Herzen liegen habt. Genau, und was Und ihr. wir lesen uns alles durch und schreiben euch da was zu oder erwähnen es in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.